Wie sieht es jetzt aus, wenn ich Hundebegegnungen habe oder irgendwie an anderen Hunden vorbeilaufe? Also ich bin da ganz ehrlich, wir weichen aus. Das heißt, ich übernehme die Initiative und schaue, dass ich mit meinem Gespann irgendwo hinkomme, damit die anderen an mir vorbei können. Entweder gerade jetzt zum Beispiel da drüben, diese Nische, gehe ich einfach mit dem Gespann rein, falls mir jetzt was entgegenkommt, drehe um. Das ist natürlich cool, wenn das Gespann das dann per Kommando macht. Ihr bleibt rechts, Leute. Es sei denn, das Gegenüber erkennt die Situation, weil man muss auch davon ausgehen, viele Leute raffen es einfach nicht. Vorhin hatte ich eine, die ist vor mir mit ihrem Hund vor der Nase rumgelaufen, anstatt ein paar Meter reinzulaufen. Viele Leute raffen es ganz einfach nicht, was da für eine Gefahr ausgeht, wenn so ein kleiner Pfiffi unter das Gespann gerät. Und wenn das Gegenüber von sich aus reagiert, dann kann man natürlich vorbei, aber ganz wichtig für uns ist es, immer eine Gespannlänge, mindestens eine Gespannlänge weg, weil die Leithunde auch einfach mal umschwenken können. Also sollten sie schon weit genug weg sein. Er erkennt, unsere Hunde sind nicht so gut auf andere zu sprechen, hat einfach den Hintergrund, weil sie sehr viele negative Erfahrungen gemacht hat, gerade mit freilaufenden Hunden, die einfach ins Gespann reingesprungen sind, die angefangen haben zu attackieren. Und dann sagen dann unsere, okay, wenn das so ist, dann gehen wir natürlich gleich von uns aus auf Konfrontation, anstatt abzuwarten, bis wir zuerst eins aufs Dach bekommen. Das Ganze wird dann immer immer besser, wenn wir Begegnungen haben, die gut ausgehen, die relativ relaxed ausgehen. Dann werden die natürlich auch von Mal zu Mal lockerer, bis dann halt wieder dieser tolle Hund kommt. Also irgendeiner ist nicht immer dasselbe. Und dann fange ich bei Null an. Von daher, ich sage für mich, es ist sehr, sehr schwer zu trainieren, weil man sehr viel riskiert. Man kann nicht einfach irgendeinen Hund an die Seite setzen und mit einem Gespann vorbeigehen und schauen, was passiert. Die Gefahr, die Verletzungsgefahr ist sehr, sehr, sehr groß. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, unsere Hunde wären sozial und würden einfach den gegenüberliegenden Hund einfach ignorieren, gar nicht wahrnehmen. Wäre für die gar nicht da. Dennoch wissen wir nicht, wie der andere Hund so drauf ist. Wir wissen nicht, wie die anderen oder die dazugehörigen Leute so drauf sind. Und auch das ist eine sehr große Gefahrenpotenzial. Selbst wenn von unserer Seite alles reibungslos ablaufen würde, wissen wir immer noch nicht, ob der andere Hund auch die Sache genauso sieht, ob der Mensch die Sache so sieht, der an dem Hund dranhängt, ob der Mensch, der den Hund an der Leine hat, ob der überhaupt in der Lage ist, diesen Hund in der Situation festzuhalten. Und es ist nicht die Verletzungsgefahr auch nur für die Hunde, oder nicht bloß für die Hunde, sondern auch für uns Menschen, weil irgendwie müssen wir ja das ganze Gewühl dann, was es dann daraus entstanden ist, auseinanderbringen. Und von daher, die Gefahr ist einfach zu groß. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist einfach nicht gegeben. Lieber drehe ich um oder parke das Gespann außerhalb der Reichweite und gehe dann, wenn die vorbei sind, wieder weiter meines Weges. Hat sich bisher bewährt. Ich habe nämlich auch schon erlebt, dass Menschen sich irgendwo festbinden mussten mit ihrem Hund, weil sie einfach den Hund nicht halten konnten. Das ist Wahnsinn, was da draußen manchmal so rumläuft. Aber da brauchen wir uns jetzt nicht darüber den Kopf zu brechen oder uns darüber das Maul zu zerreißen. Es geht darum, wie wir reagieren. Und das ist für mich momentan die sicherere Lösung. Sorry, da ich da jetzt nicht weiterhelfen konnte oder das Patentrezept, wie man haben will. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Schreibt eure Erlebnisse in die Kommentare. Schaut auf unseren Blog, weil dieses Thema wird nochmal bei uns im Blog erscheinen. Da könnt ihr auch eure Kommentare mit dazu schreiben.
Und so bleiben wir in Kontakt, tauscht euch aus. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt an euren Zielen, an euren Plänen dran. Auch wenn man momentan meint, dass es gerade nicht vorangeht oder dass es gerade rückwärts läuft. Irgendwann geht die Erfolgskurve wieder nach oben. Lasst euch da nicht entmutigen, lasst euch da nicht abbringen. Viel Spaß und ciao.